11 Corona-Infektionen beim DSC sorgten für eine Verschiebung des Pokalfinals um 14 Tage. Heute wollten die Dresdnerinnen dennoch den richtigen Rhythmus für den Pokalsieg finden. Schwer genug gegen Bundesliga-Spitzenreiter Stuttgart. Der erste Satz, zu Beginn ein enges Gefecht, Stuttgart in Blau dann aber mit einem Zwischensport und Dresden mit zu vielen Fehlern. Der Auftakt eine klare Angelegenheit, Stuttgart gewinnt den ersten Satz mit 25 zu 17. Dresden gegen den unbesiegten Spitzenreiter der Bundesliga nur phasenweise auf Augenhöhe. Schöner Ball von Maja Stork ins gegnerische Feld, Punkt für Dresden. Stuttgart auch in diesem zweiten Satz deutlich überlegen. Der Block steht 20-12 für den MTV. Auch der zweite Satz geht dann an Stuttgart mit 25 zu 15. DSC-Coach Alexander Weibel wird heute 54. Ob ihm sein Team noch das entsprechende Geschenk schnürt? Der dritte Satz. Die Gegenwehr des DSC dieses Mal zu Beginn stärker. Linda Bock überwindet den Block 6-5 für Dresden. Stuttgart aber gewinnt auch diesen dritten Satz deutlich mit 25 zu 15 und ist damit verdienter deutscher Pokalsieger 2022. Tapfere Damen aus Dresden konnten der Stuttgarter Spielgewalt heute nichts entgegensetzen.